Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zur Manga-Nachlese vom April, also vom letzten Monat. Ja, es hat diesmal ein bisschen länger gedauert, denn ich habe irgendwie so festgestellt, der Stapel vom letzten Monat war doch ein ganzes Stück größer, als ich so gedacht habe. Und ja, deswegen hat es eine Weile gedauert, bis ich da mich durchgelesen hatte, aber jetzt habe ich alles geschafft und der Stapel von jetzt auf von Mai ist zum Glück nicht ganz so hoch. Dann wird es also hoffentlich nicht allzu lange dauern. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an. Ja, was haben wir gelesen oder was habe ich gelesen, besser gesagt? Band 2 und 3 von Minatos Coin Laundry. Ja. Die Beziehung zwischen Shintaro und Minato ist immer noch kompliziert, sagen wir mal. Und in Band 2, ja, die Andeutungen zwischen den beiden gehen immer weiter. Und dann kommt noch ein anderer junger Mann dazu, der auf Shintaros Schule geht, namens Asuka, der offenbar ein Bekannter von Minato ist und ziemlich frech und dann auch irgendwie so dezente Andeutungen macht. Woraufhin Shintaro dann etwas leicht hysterisch reagiert. So, also Asukas Familie hat ein Fischgeschäft in der Stadt, wo Minato halt auch einkaufen geht. Und Shintaro ist dann zu Minato so, du darfst auf keinen Fall mehr zu diesem Geschäft gehen und du darfst auch nicht in dieses Stadtviertel gehen. Alles, was du brauchst, werde ich dir besorgen. Und ich dachte so, okay, Shintaro, komm mal ein bisschen runter, ne? So, alles gut. So, auf jeden Fall, ja, das Ganze ist überhaupt nicht so dramatisch, wie er meint. Aber seine Reaktion ist halt schon heftig und Minato ist erstmal so, Shintaro, hast du Fieber? So, ne, ist alles okay bei dir? So, das muss daran liegen, dass du plötzlich so durchdrehst. Komplizierter wird die Geschichte dann in Band 3, als nämlich an Shintaros Schule der Lehrer auftaucht, in den Minato als Schüler mal verliebt war, als Vertretungslehrer. Ja, dann wird die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Und es gibt im Manga eine Szene, wo ich echt stark schlucken musste, weil Shintaro geht dann zu diesem Lehrer halt hin und fragt ihn ganz direkt, was zwischen ihm und Minato los gewesen ist. Und ich dachte so, Shintaro, du kannst nicht einfach zu deinem Lehrer gehen und ihm so eine private, intime Frage stellen. Weil Punkt 1 ist super respektlos und unhöflich auch. Und Punkt 2, es geht dich nichts an. Ne? Weil ich habe auch gedacht, so, auch wenn du dir eine Beziehung mit Minato wünschst oder alles Mögliche, aber ihr seid nicht zusammen und kein Paar. Und was zwischen ihm und seinem ehemaligen Lehrer gewesen ist oder auch nicht gewesen ist, geht dich vom Prinzip her erst einmal so gar nichts an. Also, ne? Zum Glück ist Asuka dann gerade in der Nähe und entschärft die Situation auf seine humorvolle Art, ne? Dass das nicht noch mehr eskaliert. Gut, ich meine, der Lehrer bleibt da recht ruhig und verständnisvoll, aber trotzdem, das war so eine Situation, wo ich dachte, so. Und das Ende des dritten Bandes, ja, ich sag mal so, man merkt da halt, dass Shintaro halt, auch wenn er so erwachsen tut, immer noch 17 ist. Ne? Also, weil Minato hat ihm irgendwie versprochen, irgendwo hinzugehen und mit ihm einen ganz besonderen Shake oder so zu trinken. Ja, und nun trifft er sich halt mit jemand anderem und macht das mit demjenigen. Shintaro sieht das dann und reagiert dann, ja, ziemlich bockig, so nach dem Motto so, ne, du hast gesagt, du wolltest mit mir dahin gehen und mit mir zusammen einen Shake trinken gehen, ne, du wolltest mit mir einen Schokoladeneisbecher essen, nein, das ist eine andere Serie, aber so nach dem Prinzip und zickt da irgendwie ganz schön rum und dann dachte ich so, mein Gott, Junge, komm mal ein bisschen runter, ne, obwohl, klar, ich weiß selber noch, wie das ist, wenn man 17 ist. Ne? Man meint schon, man ist, wer weiß, wie erwachsen, aber man ist es im Grunde noch nicht wirklich. Und ja, auf jeden Fall endet es dann eben halt auf dieser, ja, etwas säuerlichen Note zwischen den beiden. Und ich bin gespannt, wann Band 4 kommt. Also der Abstand zwischen den beiden Bänden war schon ziemlich groß. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange auf Band 4
warten müssen, denn ich will natürlich unbedingt wissen, wie das jetzt hier weitergeht. Ne? Also, ob es da irgendwie mal eine große Aussprache gibt, ob wir auch mal herausfinden, was jetzt wirklich zwischen Minato und seinem damaligen Lehrer war oder auch nicht war. Ne? Ich meine, so ist das ja alles noch immer so ein bisschen nebulös. Ne? War das jetzt irgendwie nur Schwärmerei oder ist jetzt von seinem Lehrer auch irgendwas da in dieser Richtung gekommen? Wir werden es sehen. Wie gesagt, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange bis Band 4. So, Stichwort Band 4. Band 4 von Sasaki und Miyano, natürlich auch da. Ja. Auch die beiden sind immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Also, Miyano hat immer noch seine Bedenkzeit. Er weiß noch immer nicht so ganz genau, wie er reagieren soll. Man merkt aber auch, dass Sasaki offenbar immer mehr Schwierigkeiten hat, sich irgendwie zurückzuhalten. Also es gibt zwei Szenen, wo er dann doch mal ein bisschen intensiver reagiert. Also das eine ist, Miyano trifft eine alte Schulfreundin von sich wieder, die er halt von früher kennt und unterhält sich dann einfach mit ihr. Und Sasaki sieht das irgendwie und stürmt dann quasi da in die Situation und zieht Miyano da weg, so nach dem Motto so: Wer bist du? Wie kannst du es wagen, mit ihm zu reden? Wo ich dann auch dachte so, Sasaki, chill mal ein bisschen, okay? So, Miyano darf sich auch mit einem Mädchen unterhalten. Ne? Das ist gar kein Problem. Ne? Aber man merkt schon irgendwie, ich glaube, seine Gefühle werden irgendwie langsam noch intensiver. Und sich zurückzuhalten und Miyano Zeit zu geben, fällt ihm, glaube ich, zusehends schwerer. Und es gibt dann später in dem Band auch noch eine Situation, da geht es irgendwie um das Schulfest. Und ja, sie suchen halt jemanden, der als Frau irgendwie auftritt. Und die Wahl fällt halt auf Miyano, weil er halt eben vom Aussehen her am besten passt. Ne? Und der Miyano erklärt sich auch bereit dazu. Aber Sasaki ist dann so, dass er ihn fragt, sag mal, willst du das eigentlich wirklich machen? Oder machst du das nur, weil du jetzt anderen einen Gefallen damit tun willst? Ne? Also, er versucht ihm dann schon so zu sagen, so, lass dich nicht von anderen zu irgendwas zwingen, was du eigentlich nicht machen willst. Und sagst so, wenn du das nicht machen willst, dann sag das den Leuten auch ruhig. Ne? Also, er ist schon ziemlich besorgt um Miyano. Ne? Also, das gleicht dann wieder so ein bisschen diese kleine Überreaktion, ne, von vorher in dem Band aus. Und ja, meine Güte, ich hoffe, im nächsten Band kommt Miyano vielleicht langsam mal zu einer Entscheidung, weil Sasaki die ganze Zeit so zappeln lassen. Ich glaube, das geht ihm langsam an die Substanz, habe ich das Gefühl. So, dann wieder zu etwas Lustigerem. Ja, Band 2 und 3 von Küss ihn, nicht mich. Ja, Band 2. Kai ist immer noch mit ihren 4 Highschool-Verehrern. Und ja, auf einmal entscheiden die vier sich dann so, ja, wir wollen nicht mehr zusammen abhängen, wir wollen jetzt alle alleine Zeit mit Kai verbringen. Und sie ist erst so, was ist denn los? Das ging doch alles wunderbar bisher, ne? Und ja, das Ganze eskaliert dann so ein bisschen auf dem Schulfest, weil die vier machen dann irgendwie einen Zeitplan aus, ne, wer von wann bis wann Zeit mit Kai verbringen darf. Wo ich schon so dachte, ja, das ist auch überhaupt kein schwachsinniger Plan. Ne? So. Und es endet jedenfalls damit, dass Kai so einen mittleren Nervenzusammenbruch hat. Was ich auch voll und ganz irgendwie in der Situation nachvollziehen kann, weil das eine ist, ich glaube, sie ist es einfach auch schlicht nicht gewöhnt, dass sich auf einmal so viele Leute irgendwie für sie interessieren, dass sie quasi 4 Jungs miteinander um sie ihre Zeit konkurrieren wollen. Und vor allen Dingen, weil sie einfach will, dass alle schön miteinander befreundet sind, dass es keinen Stress irgendwie so gibt. Und das ist irgendwie ein bisschen zu viel für sie. Und ich kann ihr das auch gut nachempfinden. Ich meine, ich bin selbst ziemlich introvertiert und von allen Seiten Aufmerksamkeit kriegen und irgendwie im Mittelpunkt stehen, ist irgendwas, was ich so gar nicht haben kann. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Und von daher kann ich Kai auch voll und ganz verstehen, dass sie dann einfach wegrennt und dann einfach erstmal ihren Heulanfall hat. Also, kenne ich zu Genüge, kenne ich auch. Also, ich kann sie da voll und ganz verstehen und kann nachempfinden, was sie fühlt. Und
dann taucht durch Zufall ein sehr, sehr gut aussehender Cosplayer auf, der sie dann so ein kleines bisschen beruhigt und sie taucht dann natürlich gleich wieder hin und weg so. Und am Ende stellt sich heraus, dieser Cosplayer ist kein Cosplayer, sondern eine Cosplayerin. Eine junge Dame namens Shima, die zufälligerweise auch auf die Schule geht. Ja, und mit ihr geht es dann in Band 3 weiter. Sie lädt Kai und die Jungs nämlich zu sich nach Hause ein und sie ist, ich würde das mal so sagen, Edelotaku. Ne? Also ihre Familie hat, so wie das Haus aussieht, definitiv Geld und sie hat ein eigenes Figurenzimmer, ne, für Anime-Figuren. Sie hat ein eigenes Manga-Zimmer und sie und Kai sind gleich so, weil die beiden voll auf dieser Otaku-Schiene irgendwie drauf sind. Was ich noch vergessen habe, in Band 2, als Entschuldigung für den ganzen Stress, erklären sich die Jungs dann übrigens auch noch bereit, mit Kai auf eine Manga-Convention zu gehen und stellen dann eben sehr fest, dass es anstrengend sein kann, mit einem Otaku auf eine Manga-Convention zu gehen. Und ja. Und ich glaube, Shima, die junge Dame, hat auch so ein kleines bisschen Interesse an Kai. Also, ja, sie hat so leichte kleine Gemeinheiten. Obwohl Gemeinheiten ist nicht richtig ausgedrückt. Ich glaube, sie genießt es so ein bisschen, auch die Jungs irgendwie zu teasen und so ein bisschen auch gegeneinander aufzuspielen. Ne? Also, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe ja die nächsten beiden Bände auch, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr schöner Manga. Total verrückt, total durchgedreht natürlich, aber einfach wunderbar. So, dann aus der gleichen Feder, auch von Junko, Band 2 von Idle X Me. Ja, Körpertausch. Chika ist ja jetzt auf Asuas Schule gelandet, weil sein Manager dachte, da die beiden offensichtlich planlos irgendwie ihre Körper tauschen, wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn sie so viel wie möglich zusammen sind, dass es eben nicht so extrem auffällt. Dazu hinaus hat er Chika dann auch noch gleich in das Apartment neben Asuas Familie einquartiert. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er sagt nur, die Vormieter waren sehr erfreut, ein neues Haus irgendwie zu kriegen und so. Und ich so, alles klar. Und naja, es kommt, wie es kommen muss, irgendwann in der Schule, ne, weil Asuka versucht, Chika vor Fans zu retten, weil natürlich kriegen die Fans raus, dass er da auf der Schule ist. Landen die beiden zusammen in einem Spind und tauschen natürlich wieder mal ihre Körper. Und dieses Mal scheint es ein bisschen längerfristig zu sein. Also die beiden, ja, wollen einfach nicht in den anderen Körper wieder zurücktauschen. Und sie müssen jetzt erstmal versuchen, damit klarzukommen. Das Problem ist, dass sie auch noch den Nachbarsjungen von Atsusa, Fumi, zwungenermaßen einweihen müssen, weil er merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Obwohl der Typ auch so ein bisschen neben der Spur ist. Chika in Atsusas Körper versucht ihm irgendwie ein bisschen zu erklären, was los ist. Und er ist dann so, ja, ich verstehe es. Ich empfinde schon so lange was für dich. Und dann kommt dieses so, ja, und wenn wir zusammen sind und wenn wir dann heiraten und wenn wir dann Kinder haben und wenn wir dann alt sind und wenn wir dann gestorben sind, sind wir zusammen nebeneinander beerdigt. Und ich denke so, ja, okay, so, ganz ruhig. Ja, und zwangsläufig müssen sie ihm dann halt erzählen, was los ist. Und sie hoffen halt schließlich, dass nicht noch mehr Leute mit involviert werden müssen in dieses ganze Chaos. Ich glaube, es wird nur chaotischer, weil sich am Ende dieses Bandes herausstellt, dass es dann noch jemanden gibt, der in Chika offensichtlich verliebt ist. Mehr verrate ich mal nicht. Aber ich hoffe, dass sich das Ganze in den nächsten beiden Bänden, und dann ist der Manga ja auch abgeschlossen, wieder einigermaßen einrenkt. Gut, ja. Dann sind wir beim Band 13 von My Boyfriend in Orange. Ich muss sagen, ja, so wahnsinnig viel Neues in dieser Geschichte passiert in Band 13 eigentlich nicht. Außer, dass Moe mal wieder einen kleinen Dämpfer kriegt in ihrer Planung.
Sie möchte ja immer noch Rettungssanitäterin werden, obwohl Kyosuke eigentlich dagegen ist. Und sie hofft halt darauf, dass sie ein Universitätsstipendium dafür bekommen kann. Denn da ihr Vater ja tot ist, ist ihre Mutter alleinerziehend und sie will ihrer Mutter dann nicht auch noch finanziell zur Last fallen. Aber von dem Beratungslehrer, also der Berufsberatung macht, erfährt sie dann leider, dass ihre Chancen für ein Stipendium nicht gut stehen, weil ihre Noten dafür leider zu schlecht sind. Und ja, das gibt ihr dann allerdings auch wieder so ein bisschen Ansporn. Okay, ich muss also ranklotzen, ne, wenn ich das wirklich schaffen will. Ne, und vor allen Dingen, wenn ich es EBHs dann beweisen will, dass ich das kann, dann muss ich mich halt ranhalten. Das andere ist Mois beste Freundin, die sich ja in einen von den anderen Feuerwehrleuten verliebt hatte, ihm das auch gestanden hat vor ein paar Bänden, er sie aber eigentlich hat, naja, abblitzen kann man nicht sagen. Er hat ja eigentlich sehr vernünftig erklärt, dass das für ihn eigentlich nicht in Frage kommt in der Beziehung mit ihr. In diesem Mann ist es dann aber wieder so, dass die beiden irgendwie in einen Freizeitpark gehen, zusammen mit Moe und Ibihara-san. Und er macht dann auch ein Foto von ihr und schickt ihr das aufs Handy und sagt so, kannst du ja als dein Hintergrundbild nehmen. Und da denke ich mir so, okay, was genau läuft denn da jetzt? Also, erst hast du ihr doch gesagt, du willst nicht mit ihr zusammen sein. Hat sich da jetzt irgendwas geändert vielleicht? Ja, schauen wir mal. Aber ich fürchte, auch hier werden wir wieder ein bisschen länger warten müssen, bis Band 14 erscheint. Ich weiß gar nicht, ob der in Japan schon erschienen ist. Müsste ich auch mal nachschauen. Gut, den halben Stapel haben wir auf jeden Fall schon mal. Ja, ein weiterer Manga, in dem das Chaos seinen aufnimmt. Mixed Up First Love Band 2. Ja. Gut, es hat sich am Ende von Band 1 herausgestellt, dass Aokis Sitznachbarin Hashimoto nicht in Ida verliebt ist, sondern in einen anderen Schüler. Aber er hat trotzdem irgendwie Gefühle für Ida und kommt damit nicht so richtig zurecht. Wobei es Ida aber auch irgendwie so geht. Und ja, ich sag mal so, die beiden haben ein irgendwie etwas angespanntes Verhältnis. Also es ist alles sehr, ja, wie man so neudeutsch sagt, awkward, wenn die beiden sich begegnen. Und um das Ganze zu entspannen, kommen sie dann irgendwie alle darauf so, da Oki ein bisschen Probleme in der Schule hat, so, komm, lass uns doch vielleicht alle zusammen lernen und so. Und das machen sie dann auch bei Ida zu Hause. Und das Resultat davon ist, dass Aoki alle seine Tests wirklich gut schafft, nur, was ich dann auch total fies fand, er wird dann zum Lehrer gerufen und so, ja, deine Tests sind auf einmal so gut, hast du etwa geschummelt? Und ich dachte, oh bitte, sag mal, hat der Junge nicht schon genug Probleme, muss das jetzt auch noch dazu kommen? Also, ich meine, das stellt sich zum Glück dann ja als unbegründet heraus, ne? Vor allen Dingen, nachdem die anderen eben auch erklären, dass sie halt eben einfach zusammen gelernt haben, um ihm zu helfen, und dann ist das Ganze auch wieder gut. Aber ja, die beiden sind halt irgendwie in einer etwas schwierigen Situation, ich glaube, wo sie beide noch nicht so ganz sicher sind, was sie mit ihren Gefühlen füreinander machen sollen. Bin gespannt, wie das weitergeht. Der Manga geht auf jeden Fall noch einiges weiter. Ich glaube, Vorankündigung ist es Band 9 oder so. Gespannt, wie das weitergeht. So, dann kommen wir zu Love Stage. Ist ja auch schon vor ein paar Jahren hier bei uns auf Deutsch erschienen. Ist mittlerweile, glaube ich, hier bei uns vergriffen. Das hier ist jetzt die englische Ausgabe. Und ja, es geht um diesen jungen Mann hier, Izumi Senna, und ja, seine Familie ist komplette Celebrity, ne? Also seine Mutter berühmte Schauspielerin, sein Vater irgendwie berühmter Produzent, sein Bruder ist Mitglied in der Idol-Band und ja, nur er will damit eigentlich so gar nichts zu tun haben, und das hat folgenden Hintergrund. Als Kind hat er mal bei einem Werbespot mitgespielt, durch Zufall. Also eigentlich sollte das ein kleines Mädchen machen, die aber dann irgendwie nicht konnte. Und da er halt klein und mädchenhaft aussah, haben sie ihn dann eben halt dafür genommen. Und dabei hat er ein kleines Trauma erlitten,
Gut, er hat sich während des Drehs in die Hosen gemacht. Wie das kleinen Kindern halt manchmal passieren kann. Und ja, das hat ihn irgendwie wohl komplett geschädigt, dass er mit diesem ganzen Celebrity- und Idol-Zeug nichts zu tun haben will. Er möchte lieber ein berühmter Mangaka werden. Sein Talent in dem Bereich ist, sagen wir mal, begrenzt, überschaubar. es kommt auf jeden Fall zu Folgendem, und zwar Ryoma Ichijo, der Schauspieler, mit dem er diesen Werbespot damals zusammen gemacht hat, es sind jetzt 10 Jahre vergangen, und er kannte dieses kleine Mädchen, wie er dachte, sei damals eben nicht vergessen. Und jetzt ist es halt der Plan, es sind 10 Jahre vergangen und zum 10-jährigen Jubiläum möchten wir eine Neuauflage von dem Werbespot machen. Ne? Und ob Izumi dann nicht wieder mitmachen will. Und die Izumi ist gleich so, auf gar keinen Fall, kommt überhaupt nicht in Frage. Ne? Und sein Bruder schafft es dann, ihn zu überzeugen, ne? Weil er ihm irgendwie super seltenes Merchandise von einem seiner Lieblings-Manga-Charaktere irgendwie besorgt. Wo ich dann dachte so, no, du lässt dich aber leicht umstimmen, Junge. Und naja, es kommt, wie es kommen muss. Ne? Ryoma stellt dann eben irgendwann fest, das Mädchen war kein Mädchen, sondern ein Junge. Was ihn aber offensichtlich nicht davon abhält, weiter in Izumi verliebt zu sein. Auf jeden Fall, ja, scheint sich da eine Beziehung anzubahnen. Und ja, ich bin gespannt, wie das hier auch weitergeht. Also der Manga ist sehr verrückt. Es ist stellenweise sehr, sehr chaotisch. Aber es ist auch einfach super lustig irgendwie. Also ich weiß, es gibt eine Anime-Version davon. Ich weiß nicht, wie genau sich die an den Manga hält. Aber das wäre auch eigentlich idealer Stoff für eine Realverfilmung. Also das in Live-Action müsste super sein. Total abgedreht. Und ja, wird auf jeden Fall zu Ende gelesen. Definitiv. So, ja, wir haben es gleich. Ja, dann auch etwas Englisches. Und zwar Seaside Stranger ist auf Deutsch ein Fremder am Strand, glaube ich. Und ja, auch, ne, Boys Love, auch in der Romanze, ne, und zwar, ja, es geht um einen jungen Mann namens Shun, der eigentlich heiraten sollte, bei der Hochzeit dann aber seiner Verlobten und seinen Eltern gestanden hat, dass er auf Männer steht. Vielleicht nicht gerade der ideale Ort und Zeitpunkt, um das zu offenbaren, aber gut, es ist nun mal eben so passiert und er ist jetzt halt von zu Hause weggezogen. Er ist auf einer kleinen Insel in der Nähe von Okinawa gelandet und trifft halt eines Tages am Strand Mio, einen Jungen, der halt auch auf der Insel lebt, der ja seine Eltern verloren hat und quasi so bei Pflegeleuten unterkommt und er habe den ganzen Tag irgendwie am Strand verbringt und darüber, ja, irgendwie kommen die beiden sich dann näher. Mio verlässt dann für eine gewisse Zeit die Insel, aber er schwört halt, dass er eben zurückkommt und er sagt dann auch zu Shun, wenn ich wieder da bin, dann, ne, dann kann das mit uns was Ernstes werden, was dann auch passiert. Und ja, in der zweiten Hälfte taucht dann Shuns Ex-Verlobte auf. Aber nicht, um ihn jetzt irgendwie noch groß Vorhaltungen zu machen, sondern sie ist eigentlich gekommen, um zu sagen, dass es Shuns Vater gesundheitlich nicht sehr gut geht. Und dass das vielleicht die letzte Gelegenheit für Shun wäre, zu seinen Eltern zu fahren und da gewisse Dinge eben halt zu klären. Und Shun hadert halt natürlich so ein bisschen mit sich, ne? Soll ich nicht? Gut, am Ende entschließt er sich, dass er nach Hause fahren will und Mio entschließt sich, mitzukommen. Damit endet quasi Band 1 und ja, ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Zu dem Manga muss ich eins auf jeden Fall sagen. Der Zeichenstil gefällt mir sehr, sehr gut. Also es wird wahnsinnig viel mit Schraffuren hier drin gearbeitet und ich finde, das macht die Bilder einfach ungemein lebendig. Und auch die ganze Szenerie, ne? Also
die Insel, das Meer, Wind und so, das kommt beim Lesen irgendwie auch wunderbar rüber. Und auch diese romantische Geschichte zwischen Shun und Mio ist sehr, sehr schön. Und ja, ich bin gespannt, ob sie so die Schwierigkeiten, die auf sie zukommen, auch meistern werden. Ich habe da eigentlich nicht so die großen Befürchtungen, aber beim Manga, so weiß man ja nie. So. Oh, es ist wirklich sehr, sehr viel. Gut, das nächste ist I Hear the Sunspot. Auch eine kurze, nee, nicht Kurzgeschichte, Quatsch, wovon rede ich denn? Ja, so. Ist quasi der erste Band in der Geschichte. Die Geschichte geht dann unter leicht abgewandelten Titeln dann auch noch weiter. Ich glaube, auch auf Deutsch heißt es hier The Sunspot. Ich habe jetzt hier halt die englische Version. Und ja, es geht um einen Studenten namens Kohai, der eine Schwerhörigkeit hat und deswegen sich so ein bisschen quasi fernhält von anderen Menschen. Und ja, durch Zufall trifft er auf Taichi. Sagen wir mal so, Taichi landet neben ihm, als er irgendwie runterfällt. Und ja, Taichi ist irgendwie so derjenige, der Kohais harte Schale irgendwie durchdringt. Ne? Also Taichi ist zwar ein bisschen, man könnte sagen, so ein bisschen Larifari, ne? So, er hat keinen so richtig festen Job irgendwie und ja, kommt so mehr schlecht und recht irgendwie zurecht. Und aber er bietet sich dann quasi an, dass er Kohais Notizenschreiber ist. Also, dass er ihn in Vorlesungen begleitet und dann eben halt aufschreibt, das, was Kohai eben nicht hören kann. Und dafür bekommt er eben Sachen zu essen von ihm, ne? Weil er halt nicht so wahnsinnig viel Geld hat und sich nicht wirklich richtig Essen leisten kann. Und naja, es gibt dann immer zwischendurch auch noch so kleine Missverständnisse zwischen den beiden, ne? Wo Kohai denkt so, macht er das jetzt wirklich nur, macht er das jetzt für mich, weil er an mir interessiert ist, oder macht er das nur, weil er irgendwas dafür kriegt oder so und so weiter. Was ich auch ein bisschen verstehen kann, wenn man sich so lange abgeschottet hat von anderen Menschen, dann ist man natürlich auch misstrauisch, ne? Aber Taichi ist dann halt eben auch derjenige, der ihm sagt so, oder ihm vermittelt, hey, so, ich mache das nicht nur, um irgendwas hier rauszukriegen. Ich mache das, weil ich das wirklich machen möchte. Und eine sehr schöne Szene finde ich halt auch am Ende, wie Kohai sagt, nachdem der Arzt ihm gesagt hat, dass sein Gehör offenbar immer schlechter wird. Und er sagt dann zu Taichi, ich kann Dinge immer schlechter hören. Das Einzige, was ich immer deutlich hören kann, ist deine Stimme. Und das ist schon so ein Moment, wo ich dann beim Lesen dachte, oh wow. Also, ja. Auf jeden Fall eine schöne, romantische Geschichte. Wunderschön zart auch, würde ich sagen, gezeichnet. Also, da bin ich auch sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Wir haben es gleich geschafft. So. Ja. Dann habe ich mal 2 gelesen von Play It Cool Guys. Hier muss ich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Geschichten aus Band 1 quasi einfach nur so weiterlaufen. Also ich habe hier noch nicht so wirklich viel Weiterentwicklung irgendwie festgestellt. Die Jungs sind immer noch schusselig, sind immer noch so ein bisschen planlos, aber ja, irgendwie ist die Entwicklung noch so ein bisschen langsam. Also es hat sich noch nicht so wirklich viel verändert, sage ich mal so. Und am Ende hier vom Band wird dann irgendwie noch ein Charakter eingeführt, der offensichtlich auch so planlos ist wie die anderen 4 Jungs, die hier vorgestellt sind im Manga. Mal gespannt, wie es in Band 3 weitergeht. Ne? Aber also Band 2 hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, aber ja, schauen wir mal. Es kann im Grunde nur noch besser werden. So, letzter Band. Und das ist etwas, was ich nochmal nachgeschaut habe, es noch nicht auf Deutsch gibt. Und zwar, das ist ein Debüt-Manga übrigens auch. Hier steht auch Geschichte und Zeichnungen von Nore, sagt mir sonst auch nichts. Und das heißt, I'm kinda chubby and I'm your hero. Also, ich bin recht pummelig und ich bin dein Held. So. Hier ist die Geschichte
dieser Herr hier, Ponjiro, ist ein Schauspieler in so einem Amateurtheater. Und er bekommt irgendwann kleine Desserts geschenkt von einem Fan. Und er ist natürlich erstmal so total verblüfft, dann ist es so, oh, ich habe einen Fan, der mir irgendwelche Sachen schenkt, ne? Und er denkt so dolle bin ich doch gar nicht. Und das geht halt immer weiter. Also es kommen immer wieder neue, mysteriöse Patisserie-Geschenke. Und irgendwann sagt eine von seinen Schauspielkollegen eben, ja, das ist die Adresse von einer ganz bekannten Patisserie hier in der Nähe, ne? Geh doch einfach mal hin und frag einfach mal. Und Ponjiro ist dann so, ich kann doch nicht einfach da hingehen und fragen, wer mir solche Sachen schickt. Und er geht dann trotzdem eben halt dahin und unterhält sich mit der einen Verkäuferin und glaubt erst, dass sie diejenige wäre, die ihm diese Sachen schickt. Ist sie aber nicht. Die Sachen kommen nämlich von diesem jungen Herrn, Konosuke, der Ponjiro halt bei einer Theateraufführung gesehen hat und irgendwie so beeindruckt von ihm war, dass er quasi sein Fan geworden ist. Und es klärt sich dann halt auch irgendwann auf, ne? Also die beiden begegnen sich dann auch wirklich und fangen dann halt auch an miteinander zu reden und Konosuke erklärt Ponjiro dann eben auch, dass sein Spiel ihn eben auch einfach wirklich beeindruckt hat. Und das ist quasi der Beginn der Geschichte. Viel Romantik ist hier in Band 1 jetzt noch nicht. Also hier ist noch nichts, was jetzt großartig darauf hindeutet, dass da irgendwie sich eine Beziehung oder so anbahnt. Also es ist erstmal nur eine ganze normale Geschichte von Fernsein, ne, und Bewunderung. Und was ich aber besonders schön an dem Manga finde, ist, dass Ponjiro ist halt ein etwas pummeliger Charakter, aber dass er halt keine Witzfigur in der Geschichte ist. Ne? Also dass sein leichtes Übergewicht halt auch nicht jetzt irgendwie das Ziel von irgendwelchen dummen Sprüchen ist oder so. Ne? Also er ist schon gut in dem, was er macht. Ne? Also im späteren Verlauf vom Manga bekommt er dann auch die Hauptrolle in einem Stück und macht das halt auch wirklich richtig, richtig gut. Ne? Dieser erste Band endet damit, dass sein Chef der Theatertruppe irgendwie ihm sagt, dass es da irgendeine Anfrage gab. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Und Konosuke ist auch ein sehr sympathischer Charakter. Ne? So ein bisschen gehemmt. Auch so jemand, der sich irrsinnig so in die Arbeit stürzt. Und sein Chef ist übrigens auch derjenige gewesen, der quasi dafür verantwortlich ist, weil jetzt ihm gesagt hat, so, Konosuke, du kannst nicht andauernd nur arbeiten, du musst auch mal ein bisschen abschalten, ne? Und so, hier, ich habe Theaterkarten, ne? Geh dir einfach mal ein Theaterstück angucken. Ja, und so ist das Ganze eben zustande gekommen. Was ich ganz witzig fand, waren die Kommentare, oder der kurze Kommentar von der Autorin hinten, dass sie sich quasi zwei Tiere als Vorbilder für die beiden Hauptcharaktere genommen hat. Also sie sagt, Ponjiro, so ist es richtig, ist ein Tanuki und Konosuke ist ein Fuchs. Ich glaube, sie hat ja auch noch eine kleine Zeichnung dazu gemacht. Ja, genau. Und ich finde der Zeichenstil ist auch super, super toll. Ne? Also ich hoffe, dass es da nicht so lange dauert bis Band 2, denn da möchte ich auch gerne wissen, wie es mit den beiden weitergeht. So, boah, wir haben es geschafft. So. Wie gesagt, der Stapel vom April war wirklich ziemlich, ziemlich groß. Aber ich habe alles durchgelesen und die Nachlese für den Mai wird dann wieder etwas weniger umfangreich ausfallen. Aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, war ich sehr, sehr zufrieden mit den ganzen Mangas, die ich gelesen habe. Und definitiv auch bei allen Serien, die dabei sind, die ich definitiv weiterlesen werde. Okay, meine Lieben, so. Ich hoffe, dass euch das Video, obwohl es so lang geworden ist, trotz allem gefallen hat. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt sie gerne unter das Video. Und ja. Ich werde jetzt erstmal was trinken, weil mein Hals schon ganz trocken ist. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut. Bis dann.